Ja, servus Leute, da sind wir wieder hier bei einer neuen Folge von Star Wars Battleborn. Wir zocken wieder Jägerstaffel. Das letzte Mal sind wir ja gar nicht so schlecht gewesen. Also wir haben echt ein paar Punkte holen können. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, hey, komm. Letztes Mal warst du so geil unterwegs. Jetzt versuchst du gleich nochmal direkt, ob du nochmal eine Chance hast, hier zu bestehen. Wir versuchen es. Betonung liegt auf Versuchen. Scheißegal, ob KI oder nicht. Ich hole alle weg. Ja, die machen deutlich mehr Schaden irgendwie, habe ich das Gefühl. Ist ja jetzt von uns kaputt gegangen? Ich glaube nicht, ne? Und da ist ein richtiger Fuzzi. Nice. Die Kunst ist ja einfach zu entkommen, wenn die dich verfolgen, ja? Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist eigentlich das Schwerste. Shit! Ausweichmanöver! Hoffentlich kriegt uns die Rakete nicht. Alter, wie neblig ist denn das hier bitte? Na, ich muss jemanden kriegen, der hier mitfliegt. Oh komm, das ist meiner. Nice. Richtig geil weggeholt. Shit. Ich weiß auch nicht, wie das geht, Mann. Die machen teil so viel Damage. Aber gut, wir waren auch schon beschädigt, ja. Wir waren auch echt schon beschädigt. Den da hinten vielleicht. Der ist, glaube ich, schon gleich kaputt. Der ist kaputt. Mist. Ich brauche jemanden, der noch ganz ist. Ihn hier vielleicht. Ausweichmanöver. Wir versuchen es. Gegner, wo? Da hinten. Scheiße! Mann, Alter, wir kriegen immer Schaden hier, Alter. Kannst nichts dagegen tun. Ja. Kannst einfach nichts dagegen tun. Irgendwann bist du einfach hinüber. Wenn du Glück hast, sieht dich keiner. Aber genauso wie ich hier auf die Gegner zufliege, fliegen die natürlich auch drauf zu. Angreifen. Okay, das Ding müssen wir kaputt machen. Das werden wir auch versuchen. Alles geben. Wir müssen echt alles geben. Komm, 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 kühl dich ab, verdammt. Scheiße. Oh, wir haben bloß noch 15 Sekunden, das wird doch nichts. Das wird nichts. Alter, das war richtig Glück. Richtig Glück, dass wir das hier noch geschafft haben. Hätte ich echt nicht gedacht. Nice. Boah, Alter, wo kommen denn diese fetten Schiffe immer her? Einmal Gummi, bitte. Attackiert zuerst die feindlichen Jäger und nehmt euch dann ihr Transportschiff vor. Einmal Gummi. In Position. Den möchte ich haben. Den möchte ich haben. Er ist kaputt, dann möchte ich den haben. Guck mal, den müssen wir auch kaputt machen. Weichen einmal. Shit! Mann! Es ist einfach nur heftig. Es ist einfach nur heftig. Angriff auf feindliche Jäger einleiten. Wir müssen das fette Schiff da kaputt machen. Das ist eine Bedrohung. Oh, hier, den können wir uns holen. Den können wir uns holen. Der hat nicht mehr viel. Komm schon! In Reichweite, Mensch! Nice. Hauen weg! Hasten? Ja, Mann, wir haben ihn. Glaube ich zumindest. Ich glaub's aber nur. Ausweichen. Aber er muss direkt reagieren. Wenn da jemand auf dich drauf ist, muss direkt reagieren. Ansonsten hast du verkackt. Und jetzt haben wir auch verkackt. Und jetzt die Rakete hier holt. Ja, Mann, die haben wir noch gekriegt. Nice. Shit. Ich muss direkt ausweichen, wenn uns jemand anvisiert. Haben wir hier noch jemanden? Da haben wir noch jemanden. Kaputt! Ihn hier unten, den müssen wir noch weghauen. Er muss kaputt gehen. Er geht nicht kaputt. Er will noch nicht sterben. Ja, wir können zwar gut Punkte holen, Mann, aber ich will die eigentlich eher killen.
will nicht die Punkte, ich möchte die killen. Oh shit. Fuck. Ja, jetzt ist eh vorbei, glaube ich. Ja, Mann. Aber wir haben noch gesiegt, ey. Guckt euch mal an, wie knapp das ist. 200 zu 199. Das ist mega knapp, aber wirklich mega. 3k Punkte. Ja, geht. Hängen wir auf jeden Fall noch eine Runde mit dran hier. Eine Runde hängen wir noch mal dran. Es macht Bock, es macht wirklich Bock. Also die Modi ist auch... Also bis jetzt eigentlich jede Modi, die ich irgendwie gezockt habe, bin ich am Anfang skeptisch. Und wenn man die dann ein bisschen länger zockt, ist es eigentlich mega geil. Dann macht es richtig Bock. Wenn man so ein bisschen begriffen hat, wie es funktioniert, wie, was man machen muss genau, was man beachten muss, ja, dann ist es eigentlich echt nice. Versuchen wir gleich nochmal hier. Ja, und das Geld läppert sich dann irgendwie zusammen, ne? Irgendwann hast du genug Kohle, dass du dir coole Sachen kaufen kannst. Und dann gehst du natürlich noch mehr ab. Obwohl wir ja mittlerweile schon fast alles haben hier. Außer so hässliche Klamotten, die wir uns hier noch kaufen können. Obwohl die alle mega hässlich sind. Ich weiß auch nicht, was es bringen soll. Ehrlich gesagt, wir können uns höchstens die ganz teuren Dinger hier unten kaufen. Gucken wir mal ganz kurz rein. Wenn wir irgendwann mal unten sind. Hier die ganz coolen Dinger, ja. Aber die sind auch mega teuer, Alter. Die kosten echt Unmengen. Ab Rang 40 kriegt man die. Aber auch da kommen wir irgendwann mal hin. Dann hier ein paar Emotes sind noch ein paar coole bei, ja. Also man kann schon noch Geld ausgeben. Die Frage ist halt, wie viel Sinn macht es da, so viel Kohle jetzt auszugeben? Okay, jetzt zocken wir nochmal Jägerstaffel. Nochmal eine Runde. Feindliche Jäger im Anflug. Schirmt unsere Transportschiffe ab, die den Planeten verlassen. Jo. Wo seid ihr, Pisser? Wo seid ihr? Das sind wahrscheinlich alles nur wieder KI-Leute hier. Oh nein, wieder vermasselt. Hauen weg! Nice! Nice! Den holen wir uns. Wenn wir hinterherkommen. Richtig gut. Ich weiß zwar nicht, ob wir den jetzt weggeholt haben, aber uns wurden schon wieder keine Punkte angezeigt. Das ist ganz komisch. Den haben wir auch weggeholt. Ey, da gibt es sau wenig Punkte. Wenn du KI-Gegner angreifst, kriegst du gut wie keine Punkte. Also ganz wenig eigentlich. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir halten einfach zu viel aus, die Dinger. Die scheiß Drecksraketen. Wow. Shit. Na, die Raketen, die bringen eigentlich nur was, wenn du gerade fliegst. Ja, wenn du irgendwie Kurven und so fliegst. Also, dann kriegst du die nicht. Also du brauchst Gegner, die geradeaus einfach irgendwo hinfliegen. Die sind dann eine ganz gute Beute. Nice. Vielleicht auch nicht, meine Zielsuchraketen, die bringen irgendwie manchmal gar nichts. Vielleicht visiere ich die auch nicht lang genug an oder so, keine Ahnung. Das kann auch sein. Ey, du kriegst mehr Punkte, wenn du nur Schaden zufügst, wie als wenn du die kaputt machst. Das ist total witzig, ne? Haben wir? Was ist denn hier noch so ein hässlicher Gegner? Das ist einer von uns, glaube ich. So viele, ja, aber... Nice. Richtig geil. Komm, ihn holen wir jetzt. Will ich haben. Ey, aber ich glaube, der andere ist auch kaputt gegangen, ne? Der andere ist, glaube ich, auch mit in die Luft gegangen. Also bis jetzt stehen wir richtig gut da, bis jetzt. Oh, wir haben, glaube ich, schon gewonnen jetzt, oder? Ausgezeichnete Arbeit. Das Transportschiff ist in Sicherheit. Okay. Komm, den möchte ich haben. Jetzt haben wir ihn. Ein imperialer Jäger. Nice. Richtig geil. Dann haben wir noch einen. Der ist fast tot. Den müssen wir uns holen. Ah, ist schon erledigt. Vielleicht auch eher die Gegner, die so ein bisschen abseits fliegen, ja. Aber wenn du gerade zufliegst, wollen natürlich alle dich gleich töten. Weil die ja jedes Mal von derselben Seite starten. Und dann ist man schnell Futter. Ja, den kriege ich glaube ich nicht mit meiner Zielsuchrakete.
mit denen haben. Nice. Auch wieder nice. Oh, Imcheck hier. Imcheck hier müssen wir holen. Imcheck müssen wir holen. Der ist gefährlich. Den müssen wir kaputt machen. Es geht auch keiner drauf. Ganz wenig nur, die da raufgehen. Da hinten, die müssen wir jetzt zerstören. Oh, wir haben kaum noch Zeit dafür. Einmal ausweichen. Ich hoffe, es geht noch. Scheiß Rakete hat mich fast gekriegt. Mach das Ding kaputt, Mann. Komm, 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 komm. Nice. Nice, Mann. Im letzten Moment. Und direkt 200 Punkte. 5-3, 5-3. Wir werden echt immer besser. Der erste hat 5-11. Das ist ja mal richtig schlecht. Ah, wir wollen nicht zu forsch sein. Wir wollen uns nicht hier auf den Siegespodest heben, ja. Aber wir waren trotzdem nicht schlecht. War eigentlich ganz cool. Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es cool, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lassen könntet. Und für die Leute, die mich vielleicht noch nicht abonniert haben, gibt es ja auch noch genug da draußen. Bitte abonniert mich, um mir zu helfen, mich zu unterstützen. Und natürlich auch, wenn ihr selbst mehr sehen wollt. Bis dann. Tschüss.